Heute möchte ich ein paar Reflexionen zu dem dritten Paar von weltlichen Winden mit euch teilen. Ich hatte ja in den letzten beiden Tagen damit schon angefangen und heute möchte ich mich diesem dritten Paar der weltlichen Winde widmen. Das ist das Paar von Lob und Tadel. Oder ich möchte es mal nennen Lob und Kritik. Und wie bei den anderen Winden auch, gibt es da zwei Windrichtungen. Eine davon ist uns sehr viel angenehmer als die andere. Der angenehme Wind ist, wenn uns Lob entgegenschlägt. Wenn wir Lob bekommen, wenn wir Anerkennung bekommen, ist das natürlich sehr angenehm. Ein ganz anderer Windzug ist da, wenn wir Kritik bekommen. Wenn uns gesagt wird, dass wir etwas getan haben, was falsch war, wenn wir kritisiert werden, kann sich das sehr unangenehm anfühlen. Und genau wie bei den anderen weltlichen Winden sind das zwei Sachen, die uns auf jeden Fall begegnen werden. Da können wir sicher sein, ab und an bekommen wir Lob und Anerkennung, ab und an bekommen wir Kritik, Tadel. Und es ist gut, damit einen guten Umgang zu finden. Also wie könnte ein guter Umgang mit diesen Erfahrungen von Lob und Kritik aussehen? Ich denke, das Allerwichtigste, womit man anfangen sollte, das Allergrundlegendste, wenn ich merke, dass ich gelobt werde oder dass ich getadelt werde, ist, mich damit vertraut zu machen, was meine gewohnheitsmäßige Reaktion darauf ist. Also wirklich mich zu beobachten, was ist meine spontane, gewohnte Antwort auf Lob und Tadel. Also bevor man, das gilt auch für andere Bereiche im Buddhismus, bevor man anfängt, irgendetwas zu üben oder irgendwas verändern zu wollen, ist es sehr sinnvoll, erstmal zu schauen, wie es denn jetzt ist. Ja, man kann nicht etwas üben, bevor man sich mit dem Status quo wirklich vertraut gemacht hat. Zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich, in der Metta Bhavana, ist es unsinnig zu versuchen, Liebe oder Mitgefühl für jemanden zu entwickeln, ohne erstmal gespürt zu haben, was ist denn spontan da, wenn ich an den Menschen denke. Also erstmal ist wichtig zu spüren, welche Emotionen sind jetzt da und dann erst in einem zweiten Schritt zu schauen, ob man was verändern kann und möchte. Also würde ich uns alle ermutigen, mal in den nächsten Tagen zu beobachten, wie gehe ich mit Lob um? Was ist meine gewohnheitsmäßige Reaktion? Freue ich mich, wenn ich gelobt werde? Vielleicht halte ich es fest und erzähle es mir selbst immer und immer wieder, erinnere mich daran, da habe ich dieses Lob bekommen und die Person hat das und das gesagt, so, also dass ich mich tagelang vielleicht daran weide, was mir da gesagt wurde. So greift mein Ego danach und versucht, sich daran zu nähren, sich daran aufzubauen. Das habe ich aber gut gemacht, ja. Das haben die anderen auch gesehen, wie gut ich das gemacht habe. Oder gehöre ich vielleicht mehr zu dem Typus, der Lob gar nicht annehmen kann? Was tue ich, wenn jemand mich lobt, dass ich sie direkt runterspiele oder das Lob zurückgebe, das ein bisschen relativiere? Was steckt dahinter, wenn ich das tue? Ist da vielleicht Stolz? Ist da vielleicht das Gefühl, dass wenn jemand mich lobt, dann schaut er auf mich herab? Oder ist da vielleicht eine Angst, dass wenn ich jetzt gelobt werde, dann wird mein Ego wieder so groß, also will ich das Lob direkt abblocken? Oder vielleicht eine Angst, mich von dem Lobenden abhängig zu machen? Oder bin ich jemand, der sehr, sehr stark danach hungert, gelobt zu werden, ja, der so sehr darauf versessen ist, positive Rückmeldungen zu bekommen, dass es vielleicht sogar anderen Menschen schwerfällt, mir etwas Positives zu sagen? Ja, wie so ein hungriger Geist? Oder vielleicht löst Lob Angst aus, die erwarten jetzt was von mir. Ja, also wirklich mal einfach nur zu beobachten, was ist meine gewohnheitsmäßige Antwort, mein gewohnheitsmäßiger Umgang damit, wenn ich gelobt werde. Und wenn wir das beobachten, ist wichtig, das freundlich zu beobachten, das aufmerksam zu beobachten, wirklich interessiert daran zu sein. Ja, nicht das direkt niederzumachen, du denkst, ich sollte damit anders umgehen, sondern wirklich Interesse daran zu haben. Wie funktioniert mein Geist? Wie funktionieren meine Emotionen? Ja, was passiert in mir, wenn eine Kollegin sagt, schönen Pulli hast du heute an? Oder wenn mein Chef mich lobt, eine Chefin. Und genauso können wir lernen zu beobachten, wie gehen wir eigentlich mit Kritik gewohnheitsmäßig um. Auch das ist hochinteressant. Was passiert, wenn ich kritisiert werde? Empfinde ich sofort eine Abwehr? Habe ich das Gefühl, ich muss sofort eine Schutzwand hochziehen, um mich zu schützen? Kann ich überhaupt das zuhören, wenn man mich kritisiert? Oder ist da gleich so laut ein inneres Nein, 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 dass ich überhaupt nicht mehr richtig hinhören kann, was gesagt wird?
Oder habe ich vielleicht das Gefühl, wenn ich kritisiert werde, falle ich sofort in Stücke und fühle mich klein und armselig und als wäre ich nichts wert? Vielleicht ist da sogar Selbstmitleid oder löst Kritik sogar Selbsthass aus? Oder gehöre ich zu dem anderen Typus, der sobald er Kritik hört, sofort sich wappnet und sich für einen Gegenangriff rüstet, sofort mit der Gegenattacke startet? Also einfach wieder zu beobachten, was ist mein gewohnter Umgang? Das ist hochinteressant. Und das an sich ist schon eine sehr nützliche und lehrreiche Übung, selbst wenn man nur beobachten würde und sonst nichts tut. Aber ich will noch ein paar Gedanken hinzufügen, wie man vielleicht besser mit den Erfahrungen von Lob und Kritik umgehen kann. Und ich würde sagen, ja, so eine Art Drei-Schritte-Programm, wie man mit Lob und Kritik umgehen kann. Der erste Schritt für mich, wenn ich Lob höre oder Kritik höre, ist, dass ich erstmal bewusst versuche, mich zu entspannen und Raum zu schaffen, um genau nicht in die gewohnten Muster zu fallen, ja, um sicherzustellen, dass ich nicht in die gewohnten Muster falle, von sofort Schutzwand hochziehen oder was auch immer meine Gewohnheiten sind. Erstmal nur entspannen, paar Atemzüge nehmen und spüren, was das in mir auslöst, ohne direkt irgendwie zu antworten. Also erstmal Raum schaffen, um zu merken, was in mir vorgeht, wenn ich gelobt werde oder wenn ich kritisiert werde. Das ist der erste Schritt, den ich sehr nützlich finde. Der zweite Schritt ist dann wirklich hinzuhören, was da eigentlich gesagt wird. Ja, das sind wir auch nämlich ganz schön vorschnell manchmal. Es kann sein, dass jemand sagt, ach, das hast du gestern sehr, sehr schön gemacht, hat mir sehr gut gefallen, nur einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich. Und das, was wir dann hören, ist, ach, es war wieder alles schlecht, was ich gemacht habe. Also wirklich hinhören zu lernen, was ist denn da gesagt worden? Und das nicht zu pauschalisieren, nicht größer und nicht kleiner zu machen, sondern nur genau zu hören, was ist da gelobt oder was ist da genau kritisiert worden. Ohne was hinzuzufügen. Und der dritte Schritt, wenn uns das gelungen ist, überhaupt zu hören, was gesagt wurde, ist so ruhig und so gelassen wie möglich zu prüfen, was dran ist. Ja, was ist daran zutreffend? Was ist an dem Lob? Was ist an der Kritik gerechtfertigt? Und wenn was dran ist, dann, wenn es ein Lob war, dann können wir uns einfach freuen, können uns erlauben, eine gewisse Zufriedenheit zu spüren, vielleicht auch sogar einen Genuss. Ja, es ist schön, gelobt zu werden. Das ist nicht was, wofür man sich schämen muss, dass man das genießt. Man freut sich dran. Man kann sich sogar bedanken für das Lob. Und dann kann man loslassen und weitergehen. Ja, ein bisschen so, wie wenn wir eine Blume am Wegrand finden. Wir können uns bücken und daran riechen, den Duft genießen und mit Freude den Anblick dieser Blume genießen. Uns wirklich daran freuen und dann gehen wir weiter, ohne sie abzupflücken. Wir müssen sie nicht mitnehmen. Wir können sie da stehen lassen. Genauso können wir mit Lob umgehen. Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, ach nein, nein, das war ja nichts. Noch müssen wir uns damit brüsten, dass wir gelobt worden sind. Und im Falle von Kritik, wenn wir merken, da ist was dran, einfach erkennen, was wir falsch gemacht haben. Und wenn es natürlich möglich ist, dann ist es schön, wenn der Schaden entstanden ist, wenn wir den wieder gut machen können. Und wenn es nur ist, dass wir uns entschuldigen. Aber manchmal ist es nicht möglich, irgendwas wieder gut zu machen. Und dann können wir einfach daraus lernen für die Zukunft. Wir haben gemerkt, da ist was falsch gelaufen, da haben wir uns nicht so gut verhalten, wie wir es hätten tun können. Und wir lernen daraus und machen es beim nächsten Mal besser. Und wir können auch da eine Freude empfinden, nämlich die Freude, dass wir aus unseren Fehlern lernen können. Also wir brauchen Kritik nicht zu lesen als, oh, ich habe schon wieder alles falsch gemacht, sondern wir können wirklich es auch so lesen als, ah, da habe ich eine sehr wertvolle, nützliche Rückmeldung bekommen, die mir hilft, in meiner Absicht mich zu entwickeln. Also wenn wir in Analogie zu dem Bild von der Blume am Wegrand ein Bild suchen würden, könnte man sagen, das ist so, als wäre ich in einen Stachel reingetreten und ich entferne diesen Stachel aus meiner Fußsohle mit Sorgfalt und mit Freundlichkeit. Ich versorge die Wunde. Ich lerne daraus, in welche Pflanzen man nicht reintreten darf und ich gehe einfach weiter. Ich muss die Last nicht mit mir schleppen. Ach, da habe ich was ganz Grauenhaftes falsch gemacht, sondern ich lerne daraus und werde in meiner Praxis in Zukunft vermeiden, das Gleiche nochmal zu machen. Also, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Umgang mit Lob und Kritik heute und in den nächsten Tagen und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!